Hallo zusammen, so heute zeige ich euch mal, was ich mir gebaut habe, und zwar einen USB-Controller für meine Videobearbeitungssoftware. Ja, es gibt die auch zu kaufen, die kosten aber viel Geld und es geht auch einfacher. Dazu habe ich mir bei eBay dieses Pult geholt. Das ist ein Multi-Production Editor 200SX. Also MPE, das ist von der deutschen Firma GSE damals gewesen. Das war mal ein Schnittcomputer. Und zwar hat der im Set damals 2200 D-Mark gekostet. Das Pult habe ich mir bei eBay gekauft für sage und schreibe 5 Euro. Ja, das habe ich dann ausgeschlachtet und habe eine Schaltung eingebaut, mit der ich Tasten drücke, ja, auf der Tastatur simulieren kann. Wie und woher man das bekommt, zeige ich euch im Video. Ja, und jetzt ist es ein richtiger USB-Controller. Viel Spaß beim Video. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte euch gerne die Fragen, wo man die Software herbekommt, wie man das zusammenbauen kann. Einfach schreiben. Viel Spaß. Ja, als erstes suchen wir uns mal das Produkt hier bei Google raus. So sieht das Ganze aus. Das ist der Schnittcomputer von früher. Damit kann man heute wirklich nichts mehr anfangen. Wer damit noch was anfangen kann, herzlichen Glückwunsch. Ich jedenfalls nicht. Also habe ich mal geguckt bei eBay und habe auch was gefunden, eine Auktion, und habe die erfolgreich gewonnen für 5 Euro. Dazu kam noch jede Menge anderes Zeugs, was ich aber nicht brauchte. Ja, das ist die Platine vom Schnittcomputer und das ist die Platine von den Tastern. Die kann drin bleiben. Die Platine hier, die Hauptplatine, die kann weg. Also, alles gebaut und meine Schaltung eingebaut. Und auf dieser Seite hier, ich blende sie euch nochmal ein, den Link. Dort gibt es eben diese V-USB-Projekte und auch Quellcodes dazu. Das hier braucht ihr, dieses USB-Keyboard. Genauso wird es angeschlossen, ganz easy. Und ja, das ist der Quellcode. Der ist also mit dabei, den kann man auch so übernehmen für Taster. Für Encoder gibt es was anderes, zeige ich euch auch nochmal irgendwann. Ja, und fertig ist dann das Schnittpult. Und jetzt seht ihr mal kurz im Video, wie das Ganze funktioniert. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich zeige euch jetzt das Jogwheel. Ja, damit kann ich Frame für Frame vor- und zurückspulen. Das Shuttle Wheel funktioniert auch, wie es soll, vor- und zurückspulen. Und jetzt zeige ich euch noch die Makrofunktionen. Ich kann nämlich jetzt einfach eine Taste drücken und solange die LED an ist, wird das Makro ausgeführt, was ich einprogrammiert habe. Und zwar sind das einfach jede Menge Tastendrücke hintereinander, die eine bestimmte Funktion haben in meinem Videoprogramm. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.